natürlich auch vermittelt den Menschen, da ist einer, der geht seinen Weg und er klebt nicht. Und das, was die Leute am meisten nervt heutzutage, glaube ich, weil es gibt wirklich eine unglaubliche Politikverdrossenheit, ist, dass man hat das Gefühl, alle kleben an ihren Stühlen. Es geht eigentlich nur noch um Machterhalt und nicht mehr um Politik. Also Baron Antipatex. Ja. Naja, negativ ist es nicht. Ich fürchte nur, dass es sehr leicht sein wird. Frau Merkel braucht ihm nur das Gesundheitsministerium anbieten. Dann ist er entweder weg oder kaputt. Das wird er nicht kaputt. Nehmen. Das würde er nicht nehmen. Ja, würde nehmen. Eben. Brigitte, Brigitte, danke. Ich würde vielleicht auch gerne noch einen Zuschauer nachschieben, der vielleicht nicht ganz auf Gutenbergs Seite steht und ein bisschen auch schaut, ist da genug Substanz, um zu sagen, das ist ein guter Heinz, 42 Jahre alt. Was hat er denn bislang Substanzielles geleistet in seinen verschiedenen Ämtern? Das ist doch sehr übersichtlich. Aber zu Gutenberg eignet sich anscheinend bestens als Projektionsfläche für die Wünsche und Hoffnungen vieler auf eine andere Politik. Die wird es aber nicht geben, sollte zu Gutenberg jemals Kanzler werden. Wir haben schon auch ein paar Zuschauer, die sich vielleicht ein bisschen mehr royalen Glanz in unsere Republik zurückwünschen. Und Ulla Medau ist 63 Jahre alt. Nein, Sissi will ich nicht zurück. Das war auch nicht alles romantisch bei der Schwiegermutter. Aber ich wünsche mir, dass man früher das, was man früher einen feinen Menschen nannte, das beinhaltet für mich noch immer gute Erziehung, Bildung, Herzensbildung, Takt, Aufrichtigkeit, Empathie, Sprache, Aufrichtigkeit und Stil. Und so schätzt unsere Zuschauerin Frau Medau Herrn Gutenberg ein. Und dann habe ich noch. Mir fällt etwas ein, Frau Ditfurth. Ich kann jetzt nicht in die Wohnzimmer gucken dieser Millionen Menschen. Aber wenn man jetzt mal ans Panel fragen würde, wer ist denn da ein feiner Mensch? Ist die Frau Ditfurth ein feiner Mensch? Dann fürchte ich, dann würden die Mehrheit der Zuschauer sagen, nein, die ist es nicht. Die ist auf das Adjektiv lege ich auch keinen Wert. Okay, dann ist die Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Dankeschön. Das war absehbar. Einen habe ich noch. Einen von vielen habe ich noch, der passt vielleicht ganz gut dazu. Thomas, 36 Jahre alt. Ich bin fast ein bisschen neidisch auf die Königshäuser der Niederlande, Norwegen und Co. Die haben noch ein Staatsoberhaupt, das etwas repräsentiert, das etwas darstellt, auf das man stolz sein kann. Was haben wir, auf was oder wen können wir stolz sein? Dankeschön für diesen Überblick. Wir haben eben in der Umfrage gehört, 8% sagen, nee, das hat mit der adligen Herkunft nichts zu tun. Natürlich, glaube ich, sagt man das auch, wenn man gefragt wird. Aber komisch ist ja, in wie vielen Menschen auch, in wie vielen eingefleischten, vordergründigen Republikanern eine Sehnsucht, nicht unbedingt nach Sissi, das haben ja Zuschauer auch gesagt, es muss nicht unbedingt Sissi sein, nicht nur wegen der Schwiegermutter, aber nach einem royalen Glanz haben. Wenn es nämlich um große, blaublütige Gefühle geht, dann wird es im deutschen Wohnzimmer eng. 19. Juni 1976. In Stockholm heiratet der schwedische König Carl Gustav die deutsche Silvia Sommerlath und macht sie damit zur Königin. In Deutschland sitzen mehr als 8 Millionen Menschen vor den Fernsehern. 29. Juli 1981. Prinz Charles heiratet Lady Diana Spencer. Die Märchenhochzeit wird weltweit übertragen. Auch 12,5 Millionen Deutsche schauen zu. 19. Juni 2010. Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling in Stockholm. In Deutschland verfolgen 7 Millionen Menschen die romantische Zeremonie. Selbst das parallel ausgestrahlte Spiel der Fußball-WM hat gegen die Hochzeit der Prinzessin keine Chance. Ja, ich glaube, Holland war es. Die hatten keine Chance. Hat man die Begeisterung für solche Adelshaushalten zuletzt, die dort in Schweden. Kann man die dadurch erklären, dass Menschen auch in unsicheren Zeiten sich nach Stabilität sehnen, in einer klar strukturierten, etwas heileren, vermeintlich heileren Welt? Ja, das ist mit Sicherheit so. Das ist einfach eine Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen, wo in den letzten 20 Jahren vieles, was lange in der Bundesrepublik Bestand hatte, in Frage gestellt wird. Aber wenn man dieselben Menschen dann konkret in die Situationen versetzt, also es gab in der ARD mal eine Serie, da konnten Menschen sich auswählen, auf einem Gutshof vor 100 Jahren zu leben. Mhm. Ja, gesehen, und dann haben die auf einmal festgestellt, wenn sie beim Gesinde sind, dann ist vieles außer Kraft gesetzt, was sie als ganz normale Rechte ansehen. Und in dem Augenblick war der Glanz vorbei. Das heißt, man muss, das ist bei Gutenberg wie bei all diesen Sachen, man muss das mit der Realität konfrontieren. Da ist viel Illusion dabei, viel Flucht aus der Wirklichkeit. In dem Augenblick, wo die Realität nicht mehr zu umgehen ist, denke ich, wird vieles davon sich auflösen. Und das wird bei zu Gutenberg, egal ob er Kanzler wird oder nicht, dann auch der Fall sein. Herr Lambsdorff? Entschuldigung, ich wechsle jetzt immer
ist ein bisschen spät. Ich wechsle immer zwischen Herr Lambsdorff, Graf Lambsdorff. Und Frau von Ditfurth. Und ja, die Frau von Ditfurth haben wir jetzt schon mal. Das kenne ich, das habe ich schon mal erlebt. Das habe ich schon mal erlebt. Beim Spiegel gab es, so ein großes Haus in Hamburg, gab es 4 Portiers und lösten sich ab immer zu zweit. Und der eine nannte mich Herr Lambsdorff und der andere nannte mich Herr von Lambsdorff und der dritte nannte mich Herr Graf Lambsdorff und der vierte war Wachtmeister in einem Kavallerieregiment gewesen und der nannte mich Herr Graf. War alles 4 falsch. Wissen Sie, ja, lassen Sie es mal klären, man will ja auch ein bisschen Mehrwert aus der Sendung mit rausnehmen, vielleicht auch als Bürgerlicher. Was ist denn eigentlich, Frau Ditfurth, da müssen Sie jetzt durch, Sie wissen das ja auch. Ich überlege, wohin ich auswandere, ich halte das hier nicht mehr aus. In die Niederlande. Nein, nicht in die Niederlande, auch nicht nach Schweden. Toleranz. Afghanistan? Toleranz, bitte. Stammesfürsten. Wie macht man es richtig, wenn man es denn will? Wie redet man ihn an? Zum Beispiel den Quatt. Wie spricht man einen Grafen an? Für viele ist das ganz ungewohnt, jemanden anzusprechen, der vor ihm steht als Graf oder Gräfin. Und manchmal kommt es tatsächlich vollkommen falsch vor, dass man dann sagt, Herr von sowieso oder Frau von sowieso. Das ist ein völlig falscher Name. Dann muss man ganz klar sagen, Graf sowieso oder Gräfin sowieso. Und macht man auf keinen Fall was falsch. Man kann auch sagen, Graf, den Namen auch weglassen. Man kann auch sagen, Guten Tag Graf oder Guten Tag Gräfin. Das ginge auch. Aber jedenfalls niemals den Grafen weglassen und von sowieso sagen. Wir fassen das mal zusammen. Falsch ist Herr Quatt, Herr von Quatt. Richtig ist Graf von Quatt, Graf Quatt, Herr Graf. Was ist Ihnen am liebsten? Alles, solange das Quatt drinnen ist. Im Radio bei SWR 3, da heißt es am Mikrofon Bertram Quatsch. Warum stehen Sie da nicht zu Ihrem Adel? Das hat einen ganz einfachen Grund. SWR 3, mehr Hits, mehr Kicks am Mikrofon. Bertram Graf von Quatsch, so Wickrad und Isnis klingt reichlich beknackt. Ich weiß aber, dass Sie den Grafen auch manchmal führen, wenn er nützlich ist. Manchmal ist er nützlich. Es gibt auch Situationen, wo der Bumerang ganz gewaltig zurückkommt. Zum Beispiel? Gott, ja, die berühmte Geschichte mit der Traube Thonbach, wo ich unbedingt einen Tisch haben wollte und gedacht habe, einmal setzt du diesen blöden Titel ein und meldest dich am Telefon als Graf Quatt und möchtest bitte für den Grafen Quatt einen Tisch haben. Ich bekam einen Tisch und das Schild auf dem Tisch war Herr Grasquatt. Ein Bürgerlicher. Ja, aber die Reservierung hat jemand anders gemacht, als das Schild geschrieben. Daher kommt das. Das würde ich nicht sagen. Doch. Das glaube ich nicht. Wir haben eben über die Hochzeitsbräuche geredet. Wie ist man in Ihrer Familie verheiratet? Ihre Brüder, Ihre Geschwister, haben die adelig geheiratet? Zum Teil ja, zum Teil nein. Ich habe bürgerlich geheiratet. Meine beiden Schwestern haben adelig geheiratet. Mein Bruder hat, wenn man es nach dem Namen recht sieht, bürgerlich geheiratet. Es gibt in unserer Familie sowohl bürgerliche als auch adelige Heiraten. Solange der Mensch hineinpasst, ist alles wunderbar. Aber ich glaube, das ist in jeder Familie so. Frau Ditfurth hat am Anfang der Sendung gesagt, der Adel, so sinngemäß, ich fasse das mal zusammen, das ist immer gefährlich, wenn man was zusammenfasst, aber ja, der tarnt sich auch ganz gut, weil er nicht offen sagt, was eigentlich Sache ist. Ich will das nicht bewerten, ich kann Ihnen nur mal eine Alternative nennen, wenn man einen anderen Grafen fragt, wie das so ist, auf Freiersfüßen zu sein, der sagt auch, dass er durchaus mit Bürgerlichen gerne unterwegs ist. Aber achten Sie mal auf die Begründung. Dann haben Sie vielleicht auch eine Ahnung von dem Menschenbild, das dahinter steht. Durch die jahrhundertelangen Standesehen ist so eine gewisse Blässe eingetreten, der man gern manchmal etwas Farbe auf die Wangen hauchen möchte. Wem bringt es denn heute noch was, wenn ich standesgemäß heirate? Dadurch, dass der Adel heute arbeiten muss, kommt er ja auch viel mehr mit Gesellschaftsschichten in Kontakt, die er früher nicht getroffen hätte. Heute triffst du eben Anwältinnen, PR-Ladies, Modedesignerinnen. Das ganze Bild des Lebens breitet sich vor dir aus. Ja.
Frau von Rehlingen, ein echter spanischer Graf, stellen die aus der Sicht von Adligen wirklich so den Querschnitt der Gesellschaft dar? Das ist nicht eine gemeine Auswahl, die Sie da getroffen haben. Ja, das war das, ich glaube, das war das 400. Interview, was dann genommen wurde. Es ist ihrer nicht würdig, muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Wir haben nochmal ein spanischer Graf, der auf Freiersfüßen für Sat.1 gerade unterwegs ist. Was ahnen Sie für, was ahnen Sie so ein bisschen über das Weltbild, wie das richtige Leben aussieht? Also ich kenne ihn aus Hamburg und ich glaube, es war irgendwie, dieses Interview muss eine Verzweiflungstat sein. Also das ist wirklich, dieser Mann ist nicht repräsentativ, wenn Sie jetzt hier den ganzen Behavior des Adels ausbreiten wollen. Das ist genau wie die Sendung, die er offensichtlich da betreibt. Gehört zu einer adligen Sprache auch, dass man mit Anglizismen operiert, was Sie gerne tun? Behavior, also Verhalten. Was ich mache? Ja. Bei den ersten beiden Mal habe ich nicht nachgefragt. Das war jetzt das dritte Mal, deswegen frage ich. Also ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung und in der PR- und Werbebranche ist es leider eine Unart, dass man das macht. Das hat es, glaube ich, weniger mit Adel zu tun. Okay, dann haben wir das erklärt. Kann ich damit dienen? Frau Ditfurth, Sie haben am Anfang erzählt, dass Sie Ihr von abgelegt haben. Wenn Sie sich mal so die Diskussion angucken, das dient ja auch immer dazu, so, die Sehnsucht haben ja Menschen auch, dass man in der Diskussion was lernt, dass man die Position von anderen annimmt. Haben Sie jetzt etwas gelernt, was Sie vor, Sie haben gesagt, gefühlten 100 Jahren, so uncharmant wäre ich nie, also vielleicht vor 20 oder 25 Jahren, als Sie 18 waren, den Titel abgelehnt haben? Haben Sie etwas dazugelernt, was Sie vielleicht dazu bringen könnte, zu sagen, ach, man könnte jetzt mal wieder? Niemals. Also das klingt aber jetzt verbohrt. Nein, ja, ich bin total verbohrt, dogmatisch verbissen, wie Linke halt so sind, das ist ja völlig klar. Aber ich fand einen Faden fand ich vorhin sehr interessant zu sagen, diese verschiedenen gesellschaftlichen, was er jetzt so absurd darstellt, dieses Durchdringen und wie schön das doch ist, sich der gesamten Gesellschaft zu öffnen, mit allen zu tun zu haben. Aber Frau von Rehling und Herr Dumont haben in Hamburg ganz wesentlich mit FDPlern und reichen Geschäftsleuten unterstützt, übrigens auch die Initiative von der NPD witzigerweise dazu beigetragen, dass diese ganz moderate grün-schwarze, ich verteidige die ausnahmsweise mal, ganz moderate grün-schwarze Reform gekippt ist, mit Argumenten breit vertreten. Über die Schulreform. Schulreform in Hamburg, breit vertreten mit den Argumenten dieses Klientels, was Sie da verteidigt haben. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit Kindern aus Arbeiterfamilien, aus Migrantenfamilien, so aus Hartz IV mal zusammenkommen. Nicht beschäftigt mit es gibt massenhaft Interviews darüber. Moment. Aber das wird rausgehalten. So, lassen Sie mich einen Scherz machen. Den dürfen Sie zum Schluss machen. In Adelskreisen gibt es einen. Er muss erst mal wehren. Entschuldigung, wenn Sie so eine Kalaschnikow rausholen. Aber er kann es doch nicht. Doch, ich kann es wohl. Sie haben leider Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist für eine so aktive Dame. Ja. Ich habe Ihre Interviews muss ich Ihnen das jetzt sagen? Ich habe Ihre auch gelesen. Panorama so, jetzt bitte. Sie haben die Zahlen nicht gelesen der Leute, die gegen die Schulreform gestimmt haben. Und Blankenese, das würde jedem bekannt sein, hatte einen ganz geringen Anteil. Und es waren gerade die Arbeiterviertel. Ich stand in Wilhelmsburg vor den Geschäften, wo man Nägel kauft und so weiter. Und ich habe mit diesen Menschen gesprochen, die ein sehr gesundes Verständnis haben für Demokratie. Und es waren dort die Stimmen, die uns geholfen haben, diese Schulreform. Angriff und Verteidigung. Okay. Am Schluss habe ich versucht, Frau Ditfurth, einen Bogen zu bauen. Ich möchte ihn noch mal unterstützen. Ich würde meinen Witz so gerne erzählen. Zum Schluss, ja. Ich möchte Ihnen aber erst noch mal was zeigen. Vielleicht werden Sie ja geläutert dadurch. Denn bei Ihnen ist noch was zu machen. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben da was vorbereitet. Die Urgroßmutter unseres Gastes Jutta Ditfurth. Eine Adlige porträtiert im 19. Jahrhundert. Ihr Name Freiin Gertrud Elisabeth von Beust. Auch Jutta Gerta Armgard von Ditfurth kam adelig zur Welt. Das von aber hat sie schon vor Jahren aus dem Namen gestrichen. Mit dem Adel wollte sie nichts mehr zu tun haben. Frau Ditfurth, falls Sie Ihre Entscheidung bereuen, haben wir Ihnen ein standesgemäßes Porträt gebastelt. Natürlich müssten Sie ein bisschen an Ihrem Kleidungsstil arbeiten, aber dann macht sich Ihr Bild neben dem Ihrer Großmutter geradezu formidabel. Wie gefallen Sie sich?
Überhaupt nicht natürlich. Also was, das ist ja jetzt sieht doch öfter aus. Ist doch wunderbar. Ja, in ihren Klischee-Vorstellungen, die Frau in den Goldrahmen, damit sie uns politisch nicht mehr stört. Nee, das spielt und nicht. Kirche, und Kirche bereit, und Kirche und Kinder. Ich bin bereit, die Schlussrunde zu opfern, wenn Sie, Sie wollen noch was loswerden. Der Schneebesen. Nein, ich wollte nur diesen Witz erzählen, weil der so ganz viel von der Diskussion so schnell skizziert. In Adelskreisen, das werden jetzt alle bestreiten, gibt es einen wunderbaren Witz. Der heißt, aber nur unter sich sagt man das, welches Lebewesen ist dem Menschen am nächsten oder am ähnlichsten? Und die Antwort ist der Bürger. Darüber könnt ihr jetzt alle mal nachdenken. Oh, wow, dafür opfere ich jetzt meine Schlussrunde nicht. Da ist jetzt Fantasie gefragt. Das ist Fantasie gefragt und lassen Sie die Fantasie kurz galoppieren. Stellen Sie sich vor, Sie erben ein romantisches, aber leicht renovierungsbedürftiges Schloss. Sie haben es geerbt, müssen es renovieren und müssen es auch mit Personal ausstatten. Wen aus dieser Runde würden Sie als Schlossgespenst engagieren? Wen und warum? Herr Graf Lambsdorff, fangen Sie an. Sofort, Frau Dittfurt. Begründung lassen wir weg, Frau von Rehling. Ich nehme auch Frau Dittfurt, weil sie so gut in dem Kleid aussah. Herrn Seehofer. Genau. Der ist nicht in der Runde, aber okay. Graf Quatt. Selbstverständlich, Frau Dittfurt, über Sie könnte ich zum Spiritisten werden. Oh. Frau Dittfurt? Schlossgespenster? Ja, wen aus dieser Runde? Ja, niemand. Ich brauche kein Schlossgespenst. Okay, Professor Hartmann. Ja, wenn ich so eine Frage so unsinnig sehe, beantworten müsste, Herr Dumont. Gut. Warum? Ja, schauspielerische Fähigkeiten. Alles klar. Danke für diese Schlussrunde und wir gehen ganz schnell nach Hamburg zu den Tagesthemen. Ich glaube, Kara Miosga hat heute als Top-Thema auch etwas von einer von, richtig? Sehr wohl. Wir haben heute ein anderes Kabinettsmitglied mit adligem Namen zu Gast, nämlich Ursula von der Leyen. Und ihre Botschaft des Tages lautet: weniger als 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Über diese Zahl freut sich die Arbeitsministerin, aber wir wundern uns ein wenig. Jetzt in den Tagesthemen. Gleich. Dankeschön, Frau Miosga. Das sehr wohl, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön an diese Runde, die ernsthaft und auch mit Humor. Und wir haben auch noch Witze kennengelernt, diskutiert. Danke an Sie auch. Auch bei dieser Sendung gibt es einen Faktencheck morgen im Internet www.hardaberfair.de. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder nächste Woche 9:45 Uhr. Jetzt die Tagesthemen. Tschüss.